Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Video geht es um das PayPal-Plugin von Funnelish. Okay, ich habe es ja in einem anderen Video schon mal angesprochen, dass es eine sogenannte App mittlerweile gibt für ClickFunnels und PayPal zum Integrieren. Und da ich ja Instagram-Influencer mache, ich habe den Funnel jetzt fertig gemacht. Und habe mir auch dieses Tool jetzt das erste Mal geholt, habe es auch schon getestet. Ich habe es jetzt wieder gelöscht, weil ich euch das gerne zeigen möchte, wie ihr das am besten installiert. Okay? Also die App an sich kostet 97 Dollar, beziehungsweise 28 Dollar so im Monat. Aber ihr bekommt da mehr, sage ich gleich dazu. Also ich finde, sehr gut investiertes Geld. Okay? Auf alle Fälle, ihr bekommt, glaube ich, 7 Apps. Ich zeige euch mal. So sieht dann das Dashboard aus. Kurz, weil ich mich vorhin gewundert habe, ich habe nämlich die App bezahlt und habe erst eine Stunde später die E-Mail bekommen. Okay? Das heißt, solltet ihr die App heute oder irgendwann holen, könnte es durchaus sein, dass ihr etwas warten müsst, bis ihr eure E-Mail bekommt, wo ihr dann die Zugangsdaten bekommt, okay? Und ich zeige euch nur, die haben wirklich coole Apps. Ich habe bis jetzt nur PayPal eben ausprobiert und angesehen. Ich habe mir die anderen auch schon kurz, also ich habe sie kurz überflogen. Hier haben wir das PayPal Plugin, dann haben wir die Autofill und Autocomplete Your Customers, dann haben wir hier Fancy Your Credit Card Box, okay, ich schätze, das kann man so irgendwie bearbeiten. Smart Opt-in, klingt auch cool. Got some lazy visitors, sure you do. Fancify, okay, take your funnel to another world. A little nasty app that's going to make a, das weiß ich auch noch nicht. Und Funnelish Pay. Ich werde die mal auschecken, wenn ich Zeit habe. Bei Bedarf mache ich da noch ein Video zu den anderen. Wie gesagt, und das Coole bei denen ist, die fügen immer Apps hinzu und updaten auch alles, okay. Weil jetzt mittlerweile kam dann auch das One-Time- bzw. One-Click-Upsell mit PayPal machen. Okay, ich finde das hammergeil. Für diejenigen, die ClickFunnels wirklich nutzen wollen, traumhaft. Okay, auf jeden Fall ist es etwas kompliziert, das Ganze zu installieren. Deswegen zeige ich euch das jetzt. Okay, es könnte ein etwas längeres Video sein, aber nichtsdestotrotz, ich habe es gemacht, eben weil wir jetzt, also ich bezahle heute den Instagram Influencer, schicke ihm das Video sowie die Caption. Ich kann euch die Caption kurz zeigen. Die Caption ist die Anzeige im Prinzip, das heißt, er postet dann das Video und dann natürlich mit einem Text. Ich habe mir jetzt nicht so besonders, ich habe einfach in celebration of the new year, first 100 people get 50% off, plus free shipping today only, share tag with family and friends. Das, ja, get yours now, okay, ich habe jetzt einfach auch die Domain von meinem alten, uralten Shop von 2006 von Rickshop genommen und einfach eine Subdomain gemacht, Link in Bio, ich werde Rickshop als Instagram nehmen und hier noch ein paar Hashtags, okay, und ja, auf alle Fälle, wenn ihr euch die App holt, okay, dann kommt als allererstes, ich werde mich kurz wegtun, kommt als allererstes dieses, dass ihr das einfügen müsst, okay, dieses Skript hier, diesen Code, den müsst ihr in jeden Funnel einfügen, okay, das ist wirklich, ich mache mich da besser, ich werde mich da unten hier hauen, so, also das heißt überall, wo du, wenn du jetzt 10 verschiedene Funnels hast, mit 10 verschiedenen Produkten oder was auch immer, musst du jedes Mal das neu machen, okay. Sage ich nur dazu. Hier in dem Fall habe ich ihn schon drinnen. Okay, und zwar unter Settings, Head Tracking Code, da fügt ihr diesen Code hier ein. Okay, dann klickt ihr auf Save Update. Ich weiß nicht, wo ich meinen Kopf hier hin tun soll, ohne dass der stört. Okay, so, gut. Dann kannst du hier auf Funnels klicken. Und kannst hier einmal deine Funnel einfügen. Okay, das heißt, wir haben hier die Seite, wo ihr euer Produkt verkauft. Das ist in meinem Fall gleich dieser Sales Page hier.
Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr den Link kopiert und dann in einen Browser einfügt, weil manchmal verändert es sich, okay? Das ist ganz wichtig. PayPal, Funnel Name. Ah, sorry, wir müssen da vorne was tun. Also wir sagen jetzt Sila Deal Funnel. Und zwar als allererstes, ich mache das wieder weg. Das auch. Als allererstes geht ihr wieder unter Settings. Okay. Klickt hier auf Add Product. Und nennt das, das ist ganz egal jetzt, Integration. PayPal. Klickt auf 1. Okay. Und diese Webhook-URL brauchen wir jetzt. Okay. Das heißt, die markieren wir, klicken auf Copy. Wir erstellen dieses Produkt. Das ist einfach nur dazu da, so kommuniziert die App vom Funnelish mit PayPal. Okay. Also wie gesagt, fragt mich nicht. Ich bin da auch nicht so. Auf jeden Fall geben wir hier die Webhook-URL ein. Hier Currency Code und hier müsst ihr eure PayPal-ID, also eure PayPal-E-Mail-Adresse eingeben und klickt dann auf Create. So, jetzt haben wir den ersten Funnel hier. Den klicken wir jetzt an. Und jetzt klicken wir hier auf das grüne Plus und machen das, was ich zuerst wollte. Das heißt, wir nehmen diesen Link hier. Wählen Orderform aus, Funnel passt, Create. Jetzt habt ihr die erste Seite hier. Dann geht ihr auf die erste Autopage. Macht das auch wieder. Step URL. Klickt hier auf Autopage, Create. Das könnt ihr immer auslassen, okay. So, jetzt nehmen wir die zweite Autopage hier. Es ist ein bisschen Arbeit, okay. Aber es zahlt sich definitiv aus, vor allem für diejenigen, die eventuell schon Erfahrung haben, wissen ja, wie die Conversion Rate sich verändert, wenn du wirklich PayPal anbietest. Und als allerletztes nehmen wir auch noch die Thank You Page. So. Ist die Thank You Page. Great. Perfekt. Okay, wir haben jetzt unseren Funnel hier angelegt. Und jetzt müssen wir die Produkte anlegen. Das heißt, ihr geht jetzt auf die erste Seite. Auf der ersten Seite habt ihr eure Produkte hier eingefügt mit Stripe. Okay, ich übernehme das 1:1. Das heißt, ich mache jetzt ein zweites Fenster auf Settings, linke neuen Tab öffnen. Das sind die drei Angebote, die ich auf der ersten Seite, also das heißt 1 Sila, 3 Sila, buy 2 get 1 free und 6 Sila, buy 4 get 2 free. Okay? PayPal anbieten. Das heißt, ihr geht jetzt hier ganz runter, klickt auf Add Product. Ah, Entschuldigung. Zuerst hier. Gehen wir nochmal raus. Hier haben wir die Order Page im Endeffekt, die erste Seite. Und hier aufs Plus. Hier gibst du ein Sealer Safe. Also ich nehme einfach immer 1:1 denselben Namen. $9,90. Das heißt, ich gebe hier 99 ein. So, dieses Card Product, das kopiere ich jetzt. Okay. Klicke jetzt auf Create. Und das nehme ich hier. PayPal 99.
Und hier unter Cart Product wieder das gleiche. Create Product. Okay. Selber Spiel nochmal. Wir gehen her. Wir nehmen das nächste Produkt. Ich kopiere dieses Produkt. Sorry. Der Preis ist 19,80. Kopiere das Cart Product. Klick hier auf Create. Gehe hier wieder unter Settings rein. Add Product. Kopiere das einfach. Wähle hier PayPal aus. Gib hier den gleichen Preis ein. Hier wieder unter Cart Product das hier, Create Product. Und ein letztes Mal. Wieder hier aufs Plus. Produktname. Das kopiere ich wieder. Der Preis hier ist bei $39,60. Cart Product kopieren. Add Product, einfügen, PayPal auswählen, 60 und hier unter Cart Product wichtig wieder dasselbe. So, jetzt haben wir die ersten drei Produkte für unsere Frontpage genommen. Jetzt gehen wir hier hin auf die zweite Seite. Hier gehe ich auf die Otto-Page. Hier haben wir auch ein Produkt angelegt und zwar den ersten Upsell, dieser Sauce Blender. Ich nehme hier wieder den Namen. Gehe hier auf Sauce Blender. Nenne das so. Ups. Kopiere Cart Product. Create. Gehe wieder hier. Also die Paper-Produkte fügst du wirklich alle unter Settings ein. Okay, Settings ganz nach oben. Ganz nach unten und hier bei Third Party Membership Access. Ihr kopiert das hier wieder rein. PayPal 18,90. Ganz wichtig ist das hier, Cart Product. Jetzt gehen wir auf die zweite Autopage. Da haben wir einen Magic Slicer im Angebot. Gehe hier auf Produkte. Also ich nenne die einfach immer gleich. Ich tue mir damit leichter. Du kannst, glaube ich, auch den Namen ist komplett egal. Das heißt, ich gehe auf Magic Slicer. Hier müsst ihr wieder zurückgehen. Das heißt, im Prinzip, wir fügen hier nur, wir kopieren hier im Prinzip nur die Produkte, was wir in unserem Funnel haben, in diesen Funnel rein. Das heißt, ich gehe jetzt hier unter den dritten oder den zweiten Upsell Magic Slicer rein. Klick hier auf Plus. Gib den Namen hier ein. Der Preis ist 44,95. Kopiere wieder das Cart Product. Klick auf Create. Geh wieder unter Settings, Third Party Product. Kopiere das. PayPal. Boom. Ups. Alright. So, jetzt müssten wir den Funnel soweit haben. Ganz wichtig ist noch, wenn ihr das erste Mal macht, dass ihr auf Your Account geht, Profile und hier eure PayPal-E-Mail-Adresse eingibt von eurem PayPal-Account. Okay? Ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Okay, Leute, das war's auch schon, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Wir können es jetzt im Prinzip testen. Ich glaube, das war alles. So, ich nehme jetzt die URL. Das ist die Sales Page. Ich habe hier eh schon die Sache eingegeben. Go to Step 2. Seht ihr jetzt schon,
Das habe ich auch selbst eingebaut. Most Popular, okay, das ist automatisch auf diesen. Und auf jeden Fall, das ist hier das Coole. Credit Card oder PayPal. Das heißt, er kann jetzt auswählen 1, 2 oder beziehungsweise 3 oder 6. Wir nehmen gleich Most Popular, gehen auf PayPal und klicken auf Complete Order. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay, Leute, sorry, ich habe kurz ausgeschaltet, weil ich wollte nicht so lange herumtun, bis ich den Fehler gefunden habe. Und hier ist der Fehler, okay? Achtet bitte auf Schreibfehler. Okay, ich habe hier leider nicht 80 drinnen. Wir klicken Save und wir werden das jetzt nochmal versuchen. Okay. Ups. So, also das ist unsere Landingpage. Go to Step 2. Es lädt immer leider etwas langsam. So. Okay. Und hier haben wir jetzt PayPal. Können Sie von mir aus das hier jetzt anwählen? Complete Order. Dann geht es weiter zu PayPal. Kann man sich einloggen? Und hier seht ihr auch schon den Preis, den Namen, alles da, okay? Also richtig, richtig cool. Und so, im Prinzip, also ihr müsst zusammengefasst, ihr müsst den Tracking Code unter, ich werde mich hier hin tun, unter Settings, den ersten hier. Und dann gestaltet ihr den Funnel. Das heißt, wir klicken auf Funnel, dann müssen wir die Steps mit die URL eingeben. Okay, das heißt eure Sales Page, Otto 1, Otto 2 und Thank You Page. Dann müssen wir die Produkte hinzufügen hier und parallel auch hier unter Settings unten. Ganz wichtig ist noch die Integration. Okay, das heißt, das ist diese API dann, die ihr als ersten Step eingibt und ihr seid ready to go. Ihr könnt dann wirklich PayPal-Zahlungen und Kreditkartenzahlungen in ClickFunnels entgegennehmen, was meiner Meinung nach richtig cool ist. Und ja, auf jeden Fall unter dem Video gibt es den Link, könnt ihr euch auschecken. Und für diejenigen, die es interessiert, beziehungsweise die es nutzen wollen, wollte ich eben eine Erklärung machen. Gut, das war's zum heutigen Video. Wir sind jetzt fast soweit, also die nächsten ein, zwei Tage wird nicht mehr lange dauern, wo wir eben die Instagram-Influencer fertig gemacht haben. Also ich schicke ihm heute die Daten, ich bezahle ihm heute und frage ihn dann, wann gepostet wird und dann mache ich das letzte Video zu dem Thema. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.